In der Stadt Senftenberg wird derzeit im Stadtlinienverkehr ein Elektrobus getestet. Am vergangenen Freitag kam das Fahrzeug in der Stadt an. Nun ist der weiße Icarus bis zum 10. November unterwegs. Der Bus soll dabei in Senftenbergs Stadtverkehr auf Batterielaufdauer und Kilometerleistung geprüft werden. Ab dem Jahr 2027 sollen 65% der neu zugelassenen Busse im ÖPNV im Landkreis Oberspreewald-Lausitz emissionsarm oder emissionsfrei auf den Straßen unterwegs sein.